Hallo und willkommen, euer Systra, er ist wieder für euch auf dem Bock. Ja, nach dieser Pleite zum Schluss der letzten Folge habe ich mich entschieden, erst einmal diesen Schwerlastmod rauszunehmen. Den werde ich, denke ich, später wieder reinnehmen. Also sollten wir uns erstmal, denke ich, ja, schnell mal einen Auftrag suchen. Dann schauen wir mal schnell auf den Frachtmarkt. Natürlich, Tours haben will ich ja haben. Verpacktes Glas, das klingt ganz gut. Nachher haben die 311 Kilometer für 10.000, das ist gut, das nehmen wir mit. Ja, das machen wir. So. Ach gut, der rollt dann weiter. Ich gehe mal kurz in die Draufsicht, dass ich ein bisschen besser sehe. Okay, wir müssen jetzt mal 107 Kilometer überhaupt fahren, um. Ah, das ist die Scheiße. Das überhaupt zu kriegen. Haben wir entdeckt. Das Zwischen hier ist auch einer, ganz toll. So, na dann wollen wir uns mal den Auftrag holen. Ich habe so, muss mich hier kurz ein bisschen konzentrieren. Also ich habe mir auch noch ein DLC runtergeladen, nämlich nämlich das Wheel Tuning. DLC habe ich mir noch runtergeladen. Also wir können dann nachher nochmal die Räder von unserem Truck ein bisschen mehr pimpen. Das werden wir sogar gleich auf dem Weg machen. Wir kommen nämlich gleich bei der Werkstatt vorbei. Dann machen wir das gleich. Nee, oder? Kommen wir nicht? Nee, kommen wir nicht, glaube ich. Oh. Ach nee, kommen wir doch jetzt nicht. Die ist nämlich, die wäre hier nämlich gleich links unten. Ja, Mist. Das ist jetzt nicht so schlimm. Gott, das ist auch eine richtig schöne kurvige Straße, ganz toll. Sehr schön. Aber sieht richtig, richtig cool aus hier. Ich speichere mal nicht, dass wir jetzt hier irgendwie einen Unfall bauen. Meine Stimme ist auch, glaube ich, heute nicht ganz so super. Ja, ich bin gerade dabei, noch ein bisschen Kater auszukurieren von gestern. Wir haben gestern einen kubischen Männerabend gemacht. Ja. Und deswegen ist meine Stimme nicht ganz so optimal. Wahrscheinlich ein bisschen rau, ein bisschen kratzig. Ich glaube, man merkt schon. Boah, ist das eng hier. Und Gas geben. Natürlich wirklich jetzt blöd, dass wir ewig weit rausfahren müssen. Ich bin jetzt aber auf den Sicht sind wir auch noch nicht so viel gefahren und bisher gefällt mir das recht gut. Was ich hier so sehe. Oh ja, der geht gut ab, der Scania. Cool. Wir haben noch richtig schnell eine Küste. Das sieht richtig cool aus hier. Sehr schön gemacht. Jetzt krache ich hier rein. Ja gut, 1% Schaden geht. Gott, war ich schlecht. Sowieso spielerisch jetzt im Folgen einfach, ja. Ich sag mal, unter meinen Erwartungen gewesen. Ich bin auch noch ein bisschen müde. Und gestern, und deswegen quatsche ich, glaube ich, ein bisschen weniger. Vor allem muss ich mich aber konzentrieren, weil der Skanner geht echt gut ab. Macht Laune, das Ding. Oh.
30 Kilometer, also haben wir es gleich. Ein landetes Flugzeug, das ist cool. Aber eine schöne kleine grüne Insel hier. Ist schon schön gemacht, hat schon was. Wir sind gleich da. Genieße ich auch voll ein bisschen die Aussicht. Wow. Das ist schon. Oh nee, das ist auch so eine enge Sch Enger Mist hier. Sehr schön. Was haben wir denn jetzt hier? Die haben das Glas. Das finde ich ja nicht noch am besten, das zu fahren. Das ist zwar relativ schwer. Die Strecke ist jetzt nicht so extrem weit. Was bringt einfach was, weil es dann noch den Bonus gibt. So, ich speichere jetzt erstmal sicherheitshalber. Ich glaube, wir werden hier schon wieder ein bisschen Probleme haben. In die Draufsicht, ab in den Rückwärtsgang und dann ganz sanft jetzt hier. Ah, ich glaube, hier ist nicht ganz eng. Hier werden wir, glaube ich, nicht ganz so große Probleme kriegen. Das Ding dran zeichnen wie in der letzten Folge, weil das ist auch keine überlange Geschichte. Ah. Ah, Mist. Das sind zu spät eingelenkt. Nein. Ich kann mich mit diesem Rückwärtsgang, das kriege ich noch nicht richtig rein. So, ich muss mich jetzt gerade erstmal sehr konzentrieren. So, rein damit. Schaden haben wir keinen bekommen. Super. Also nochmal speichern und dann geht's wieder zurück. Das mache ich mit Dorshafen. Nein. Ach Mist. Was mache ich denn? Ja, das ist einfach mit dem Getriebe. Ich muss mich immer noch ein bisschen umgewöhnen. Ich habe mich schon ein bisschen eingewöhnt, aber das ist zum Teil. Ich habe jetzt auch ein, zwei Tage nicht gespielt und dann ist das doch noch ein bisschen ungewohnt. Ich muss mich dann wieder erstmal ein bisschen reinfuchsen. So, jetzt sind wir auf dem Weg. Das sind jetzt diese 1400 Kilometer, aber das ist natürlich sehr, sehr viel Wegstrecke. Aber hier muss ich mich schon ein bisschen konzentrieren jetzt auch. Mal gucken, wie lange wir jetzt brauchen für die Geschichte. Ach, das ist halt jetzt erstmal wieder die kurvige Geschichte, die kurvige Straße wieder zurück. Das ist schon. Naja. Ah, es geht. Muss mal schauen. Ich denke, ich werde nach dieser Folge ein, zwei Fahrten mal machen, damit wir noch ein bisschen vorankommen. Auch ein bisschen Geld aufs Konto kriegen. Ja, aber dann mal schauen. Ihr merkt schon, ich rede nicht ganz so viel diese Folge. Ich muss mich doch sehr konzentrieren hier auf den Straßen. Wie der sich beim Bremsen querstellt. Das ist schon heftig. Wir sind jetzt natürlich ganz durch. Ich speichere mal sicherheitshalber, falls das jetzt kracht und ich es nicht schaffe. Weil einfach der Verkehr jetzt auch nicht richtig regiert. Aber das passt, oder? Ja, das passt sich. Schön, super. Dann muss ich im vierten bleiben. Also wenn ich jetzt noch mehr runter schon, muss ich doch mal in den dritten gehen. Sonst komme ich hier den Berg nicht hoch. Die Ladung ist ja mit 20 Tonnen schon ein bisschen schwer. Das ist nicht so ganz leicht. Ich gehe jetzt auch deswegen mal nicht in die Außensicht. Hier. Boah! Was zum Geier?
Und drehte ab so beim Bremsen. Das finde ich heftig. Verkehr stört natürlich jetzt schon ganz schön. Aber wer abdreht beim Bremsen, ey? Was ist das denn? Muss ich mal nach dem Schaden gucken. Aber das war jetzt schon ein bisschen heftig. Wie der dann beim Bremsen wegrutscht, das war jetzt doch nicht ganz angenehm. Vor den Kurven gleich werde ich auch noch mal speichern, sicherheitshalber. Ich möchte halt auch möglichst wenig an Experience in der Form verlieren durch den Schaden. So, dann Afrik und Thoros haben weiter. Schon wieder bei 11 Minuten. Oh, was ist denn das beim Bremsen hier? Das, oh, das ist da schlimm. Das ist total schlimm hier. Ja, beim Bremsen ist das ist echt unangenehm. Also muss ich mal gucken, was da das Problem ist. Anders jetzt sieht, dass der einfach beim Bremsen einfach so unruhig ist. Sind erstmal gleich in Thorshaven. Das ist schon mal gut. Aber ich merke, wie gesagt, ich muss mich hier konzentrieren. Das ist hier schon sehr kurvige Strecke, nicht ganz angenehm zu fahren. Jetzt gehe ich mal in die Außensicht ein bisschen. Dann sind wir ein bisschen von der Landschaft hier auch. Die schönen Rohre, die hier durchgehen, sind verbunden. Sehr coole Geschichte. Schöne Sachen das. Jetzt gehe ich wieder mal rein. Geht. Ja, man darf natürlich beim Bremsen sollte man auch nicht unbedingt lenken. Das ist natürlich eine andere Sache. So. Und dann gucken wir mal, ob wir dann vielleicht in der nächsten Folge muss ich glaube ich Bremsintensität ein bisschen erhöhen. Ey, das ist schlimm. Das ist schon zum Teil echt unschön. Besonders gut, also ja, so ein bisschen Blickabgrenzer, der bremst nicht besonders gut. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen bei der Steuer die Bremsintensität ein bisschen hochstellen, denke ich. Muss ich mal schauen. Aber wir haben ja schon recht ordentlich Motor jetzt drin. Ja, Schaden haben wir keinen. Und das verpackte Glas ist zwar zerbrechlich, aber ich glaube auch nicht so. Also kriegt eigentlich nicht so schnell Schaden. Sind wir gleich bei der Fähre. Dann geht's ab nach Dänemark. Das leckt hier auch ein bisschen rum, also. Das ist schon. Ja, hier passt das besser. Das seht ihr jetzt auch bei der Einfahrt. Es ist halt einfach keine Überlänge. Da geht das schon deutlich besser. Hier geht's rein, genau, gut. Sehr schön. Wunderbar. Fähre haben wir erreicht. Wenn wir nach Hitterz, ja klar. Nach Hitterz müssen wir und dann los 30 Stunden die Fahrt, ey. Das ist schon heftig. So, mal schauen. Ja, 106.000 haben wir schon ein bisschen aus einer Bank zurückgezahlt. Hier und dann geht's weiter. Dann haben wir noch ein paar Kilometer bei uns. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht mehr so weit. Oh, wegen hier. Ja, 197 Kilometer, das ist jetzt nicht so eine ganz weite Geschichte hier. Ich will einfach auch die Folgen nicht zu lang werden lassen. Das kann jetzt mal eine längere Geschichte fahren. Dann später, und dann würde ich den aber quasi auf zwei, vielleicht drei Folgen verteilen lassen, in so ein Transport, so ein Ding. Ja, dann mal schauen.
Rote Ampel werden wir natürlich jetzt respektieren, das ist klar. Oh, wirklich. Ich merke es immer noch, ich bin ganz schön müde. Deswegen heute auch nicht mit ganz viel Spaß dabei. Wie normalerweise. Also, das macht schon Laune. Ich stelle das ja schon mal ein. Da seht ihr schon, wie hell das dann aussieht. Das ist schon genial. Es ist mit dem Licht manchmal auch ein bisschen übertrieben. Da machst du wirklich, das ist halt die Nacht zum Tag, das ist richtig intensiv ab und an. Also zwischendurch und teilweise, ja, das ist intensiv mit dem Licht hier. Ah, sehr schön. Jetzt geht's auf Autobahn. Sehr gut. Ja, wir haben schon eine ganz gute Beschleunigung. Man merkt das schon jetzt im Vergleich zum anderen. Ich hatte mir jetzt noch kurz überlegt, Schwarzmüller Trailer Pack DC noch runterzuholen, aber das finde ich jetzt nicht so wesentlich. Reizt mich jetzt nie. Also dafür jetzt, ich glaube, 3 Euro oder so auszugeben, ich glaube, muss jetzt nicht sein. So. Ihr könnt aber gerne mal in den Kommentaren auch mal eure Wünsche hier zu Let's Play mal äußern. Ja? Und ja. Ja, das wird jetzt gerade unangenehm. Genau. Eure Wünsche gerne mal äußern und dem auch Anregungen vielleicht mal geben. Ja? Und ich würde das versuchen, natürlich das dann auch umzusetzen. Ja, warte, wo weg geht's? Das ist doch echt nervig. Fahr doch, überhol doch. So langsam. Ohne Ende hier. Ja, nicht mal. Das ist nervig. Aber wir haben schon wieder 40 Kilometer zurückgelegt. Ich werde aber jetzt mal doch zwischendurch speichern, weil einfach die KI manchmal gerade von so viel Verkehr ist. Das ist manchmal echt dämlich. Über solchen Abfahrten und so weiter, die verhalten sich schon relativ bescheuert manchmal jetzt am Mars. Sehr schön, jetzt ein bisschen aus dem Verkehr hier raus. Und ganz so weit ist es nie mehr mit 140 Kilometern. Da sind wir gleich da. Super. Ja, die Folge dauert schon wieder 20 Minuten. So wie immer eigentlich. Stück hoch und dann hast du schon Probleme, ey. Das ist heftig. Ja, schwere Ladung, einfach 22 Tonnen Last, das ist schon. Ja, wieso fährt der jetzt auf der linken Spur, ey? Was soll der Blödsinn? Was soll der Blödsinn jetzt hier? Hat doch wieder schöne Grafikbug hier. Wisst ich. Nein, Moment. Ach so, das habe ich hier auf H stehen, alles klar. Das umschalten, das wollte ich natürlich jetzt überhaupt nicht. Hier ist natürlich auch meine 5. Gang wieder zurück. Zum Licht hier, also bei manchen Trucks hier, also zum Beispiel gerade beim Mercedes, mit den Mercedes Trucks, wow, was mache ich denn? Ich fahre jetzt wirklich viel besoffen, ja, das ist genial, verpiss dich jetzt, da fahr da weg. Oh, das ist nervig, ohne Ende, dass sie da wegfahren. Das ist total nervig, das ist einfach total dämlich, wie der Verkehr sich hier manchmal verhält, ist einfach teilweise total dämlich. Das nervt auch zum Teil. Sind wir hier. Jetzt geht's runter von der Autobahn. Wir haben noch 90 Kilometer vor uns. Ein bisschen Landstraße ist auch mal schön zur Abwechslung. Ein bisschen in die Außensicht. Habt ihr noch ein bisschen was davon. Gehen wir da rein jetzt hier, weil es kommt Verkehr, es kommt so einiges. Und ich werde gleich, glaube ich, noch mal kurz zwischenspeichern, sicherheitshalber. Wir haben keinen Schaden, das ist super. Ich bin hier mit über 100. Falsch mal über die Landstraße, das ist schon, ja, das ist schon genial. Also vor allem mit dem LKW, das ist ja schon, ah, das hat ja schon mal. Speichere ich mal. Kreisverkehre sind immer so eine Geschichte. Sind hier immer ein bisschen problematisch.
Das habt ihr auch schon dann gemerkt, spätestens in der Folge, wo es in Hamburg ging zum Schluss, das habt ihr gemerkt, was da an den Teilen gerne mal schnell passieren kann. Okay, wir fahren gleich erstmal durch Vyborg. Haben aber auch nur 60 Kilometer vor uns. Ah, cool. Das ist natürlich mal cool gemacht hier. Jetzt so viel Sprit haben wir auch nicht verballert, das ist schon ganz cool. Oh, sieht auch cool aus hier. Also ganz so viel in Dänemark war ich auch noch nie unterwegs, gerade in den Städten hier. Das sieht schon cool aus, ich speichere nochmal. Also sowieso allgemein einfach ein ziemlich cooler Map-Mod. Für mich ist es aktuell, glaube ich, der beste Map-Mod. Also, die Truxel-Map ist auch nicht schlecht, aber den hier finde ich doch besser. Das habe ich auch schon mal erwähnt, glaube ich. Aber ist ja nicht so wichtig. So. 50 sind es noch. Sehr schön. Sieht gut aus. Ich hätte jetzt mal kurz überlegt, ja, ob man hier ein bisschen Sitzposition noch ändert, aber ich lasse das so. Das gefällt mir ja nicht ganz gut hier. Ja, zumindest schon abwechselnd beim Scania zu fahren. Normalerweise fahre ich an sich nur Volvo. Aber oh, die sind schon eine ganz schöne Abwechslung. Das ist schon ganz cool. Wow. Oh. Verdammt. Verdammt, das war jetzt mal knapp. Genial, wie ich jetzt durch hier keine Draufsicht kriege. Das ist natürlich genial. Ein Stück zurücksetzen sanft. Ja, das war jetzt. Entschuldigung, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Das war jetzt natürlich mein Fehler gewesen. Ich habe einfach zu spät gebremst. Habe mich einfach gepennt. Ja, jetzt haben wir Schaden erlitten. Das ist schlecht. Dann lade ich jetzt auch nochmal. Das ist natürlich Mist. Ach, das ist natürlich jetzt Mist. Wieso wir jetzt aber Schaden haben, weiß ich nicht. Ob ich jetzt irgendwo gegengefahren bin oder so. Die Folge ist schon wieder halt ziemlich lang. Ach, das nervt. Und das bei so einer kurzen, bei so einem kurzen Transport brauchst du so viel Zeit, ey. Das ist, naja. Das ist das Stück, was wir noch mal mehr fahren müssen. Ach, ärgerlich. Dass die paar Kilometer noch mal fahren müssen. Einfach dumm, ja. Das war einfach mein blöder Fehler. Das ist richtig ärgerlich gewesen. Ich habe hier keine. Ich weiß nicht, warum ich jetzt da keine Draufsicht habe. Aber der fährt sich zum Teil ein bisschen komisch. Ich finde, der reagiert so ein bisschen. Weiß ich nicht. Der reagiert anders als der Volvo. Der Volvo fährt sich besser. Langsam rum jetzt hier. 1% Schaden ist eigentlich meistens kein Problem, aber es kostet einfach Experience. Und ja, die brauchst du gerade am Anfang, brauchst du viel davon. Später ist das egal. Wenn du schon ein paar Level hast, dann ist das nicht ganz so schlimm, aber ja, das ist dann immer so ärgerlich, solche Geschichten. Ich wollte nämlich eigentlich über die Ampel drüber fahren. Jetzt hat die schon wieder rot. Ich gehe mal kurz in die Aussicht. Schauen wir uns mal ein bisschen um, oder? Würde ich sagen, ja, das sieht cool aus, das Scania. Das sieht richtig gut aus. Das ist richtig geil geworden, das Ding. Dann mal los. Weiter geht's. Es sind nur noch 30 Kilometer, paar 30 Kilometer. Sind gleich da. Pff.
wirklich eine Folge mit einer halben Stunde und erst mit einer 300 Kilometer Lieferung. Das ist echt nervig. Aber ich muss wirklich mal ein bisschen gucken, weil der Scania fährt sich nicht so gut, finde ich. Der gefällt mir nicht so gut. Den kannst du optisch zwar richtig geil tunen. Und das sollten sie vielleicht auch mal für den Volvo irgendwann jetzt mal machen. Das finde ich ganz geil. Diese kleine Ortschaft. Aber der ist hier oft gerade auf den Bremsen einfach teilweise sehr unruhig. Ja. Speichern nochmal dazwischen. Aber die fahre ich jetzt durch zu Ende. Das ist nicht mehr weit. Noch ein paar Minuten. Ewig die Ampel hier. Ja, das Schöne ist, man sieht jetzt hier auch ein bisschen Fußgänger. Das ist auch mal ganz angenehm, wie du fährst mit rein. Kreisverkehr. Ja, wir sehen schon unser Ziel. Das ist schon gleich da vorne. So. Sehr cool. Ach gut, das ist auch bei uns eine Autobahn-Geschichte hier gleich. Ja, das ist natürlich cool hier. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier aussieht. Will ich schon mal bremsen? Oh, bremsen. Nein. Ah, nee. Quatsch. Wir müssen geradeaus. Ich hätte vielleicht, muss ich jetzt aber speichern sollen. Wir müssen nämlich da ist links. Nee. Da würde ich auf die Autobahn mitfahren. Das sollte ich auch Blödsinn. Wir müssen hier links. Das ist ja Quatsch. Sind wir in Herning? Okay, haben wir keinen. Und der ist super da. Ein Bauhaus. Ganz cool. Was denn hier? Okay, die haben hier irgendwelche Trucks und sowas stehen, welche Radlader stehen. Sehr schön, perfekt. 380 mitgenommen, ja, sehr gut. Wir haben die nächste Stufe erreicht, sehr cool. Ich würde erstmal ADR freischalten und zwar schalte ich, was machen wir denn hier? Die Gifte denke ich erstmal frei. Das nehmen wir es mal mit. Dann haben wir einfach mehr Möglichkeiten für die Ladung. So, dann speichere ich. Welche neuen Office-Teile? Ich guck mal ganz kurz rein, aber ich glaube, da wird jetzt nichts drin sein, weil an sich erst freigeschaltet ist, genau. So. Und dann würde ich mich für die Folge von euch verabschieden und sage bis zum nächsten Mal. Und schaut auch gerne mal beim Motorsportmanager rein. Bis dann, ciao.